Herzlich willkommen zur Biologie. Unser Thema heute, das ist ein einziges, ein ganz großes. Wir werden unsere ganze Aufmerksamkeit der DNA widmen, diesem Molekül, der Trägerin der Erbinformation und nebenbei auch ein wenig ein ganz neu verwandtes Molekül kennenlernen, die RNA. DNA finden wir in Zellen drin an einigen ganz wenigen ausgewählten Orten. Die Erbinformation in einer eukaryotischen Zelle ist zu 99% hier im Zellkern oder Nukleus gespeichert. Bei pflanzlichen, tierischen Zellen, bei Pilzzellen, hier drin sind die Chromosomen und der Informationsträger ist natürlich die DNA, dieses ganz wichtige Molekül. 99% sind hier drin. Das ist aber nicht 100%. Es gibt auch kleine ringförmige Chromosomen in den Mitochondrien drin und in den Plastiden. Das sind die grünen. Wir wissen aus der ersten Lektion, die sind durch eine Endosymbiose aus einstmals freilebenden Bakterien entstanden. Und diese einstmals freilebenden Bakterien haben ihr eigenes Genom mitgebracht, ihre eigenen Chromosomen. Heute in der eukaryotischen Zelle sind kleine Überreste davon immer noch erhalten geblieben. Also DNA hier, hier und hier. Bei den Eukaryoten, bei den Prokaryoten, die haben wir vor einer Woche genauer angeschaut. Vor allem haben wir die Zellhülle diskutiert. Heute geht es, zumindest was das Material betrifft, um das Chromosom. Bei Bakterien haben wir ein einziges ringförmiges Chromosom, das ist also geschlossen, zirkulär. Weil das recht groß ist, bildet das meist so einen Knäuel in der Zelle drin. Und was wir hier bei Bakterien zusätzlich haben, das sind kleine, runde DNA-Moleküle, die man als Plasmide bezeichnet. Und auf diesen Plasmiden hat es Gene drauf, die für die Zelle nützlich sind, aber nicht lebensnotwendig. Man kann sich diese Plasmide so ein bisschen wie Plugins denken oder Apps, die man auf das Smartphone draufladen kann, auch wieder löschen kann. Bakterienzellen werden wir später sehen, die können Plasmide auch sehr gut untereinander austauschen, beispielsweise Plasmide mit Antibiotikaresistenzgenen drauf. Und wenn man ein Bakterium ist, das in einem Spital lebt, dann ist man froh, wenn man da ein paar Antibiotikaresistenzgene hat und vielleicht auch gelegentlich neue kriegt von einem Nachbarn. DNA, nochmals DNA, also um dieses Molekül geht es heute im Detail. Wir haben großes Glück, denn DNA ist chemisch gesehen eine sehr simple Angelegenheit. Man könnte schon fast sagen, DNA ist aus chemischer Sicht eigentlich recht langweilig. Wir haben hier zwei DNA-Stränge. Also mit viel, viel Fantasie, wenn wir die Augen zusammenkneifen, können wir da uns eine Doppelhelix denken, dieses berühmte Molekül, das ihr sicher auch schon gesehen habt. Wir schauen uns hier zunächst mal einen Strang an, so einen DNA-Strang, der besteht aus farblich hier hervorgehoben drei verschiedenen Komponenten. Einerseits Phosphate, die sind da einfach nur so als P abgekürzt. Dann haben wir einen Zuckerbaustein und eine Base. Es ist immer dasselbe Phosphat und immer derselbe Zucker. Die kommen da schön hintereinander, abwechslungsweise. Diese Struktur hält das ganze Molekül zusammen und aus diesem Grund nennt man das auch das Rückgrat oder Englisch den Backbone. Ich werde im weiteren Verlauf vor allem vom Backbone sprechen. Häufig ist in der Forschung der englische Begriff üblicher und daher verwende ich den jetzt meistens auch heute Nachmittag, damit wir da mit den passenden Begriffen schon mal vertraut werden. Ich habe gesagt, es ist immer dasselbe Phosphat und derselbe Zucker, wieder dasselbe Phosphat, wieder derselbe Zucker. Das bedeutet, das Rückgrat, der Backbone, speichert keine genetische Information. Der Backbone ist quasi lediglich
der Trägeranteil vom DNA-Molekül Träger der Basen. Und die Basen, das ist der variable Teil des DNA-Moleküls. Hier haben wir 4 verschiedene Basen. Abgekürzt werden diese 4 Basen mit den Buchstaben A, T, G und C. Die stehen, das werden wir heute noch im Detail anschauen, für Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Wir müssen das nicht jetzt notieren. Die Begriffe werden anschließend dann nochmals ausgeschrieben vorkommen, aber wir haben den Namen schon mal gehört. Die Abfolge ist nicht immer genau so, wie hier angegeben. Also es kommen nicht immer genau die 4 hintereinander und dann wiederholt sich das, sondern da können zum Beispiel 3-mal ein A vorkommen, dann kommt ein Guanin, dann kommen 3 Cytosin, 2 Thymin und so weiter und so fort. Also das kann sehr flexibel sein und entsprechend ist dann in dieser Buchstabenabfolge, in dieser Basenabfolge drin, ist die genetische Information enthalten. Wie genau diese genetische Information ausschaut, das werden wir in einem späteren Anlass dann sehen. Wir werden den genetischen Code kennenlernen und der genetische Code sagt uns, welche 3 Basen jeweils zusammen für eine ganz bestimmte Aminosäure stehen. Im Moment sagen wir einfach, die DNA speichert genetische Information, gehen aber noch nicht ins Detail, wie genau diese genetische Information sich dann präsentiert für die Zelle. DNA ist chemisch gesehen, wie gesagt, eher langweilig, um das so pointiert auszudrücken. Phosphat, Zucker, Base, Phosphat, Zucker, Base, nochmals Phosphat, nochmals Zucker und nochmals Base. Und so geht das weiter. Bei uns Menschen für das haploide Genom, also den Teil, den wir entweder von der Mutter geerbt haben oder für den Teil, den wir vom Vater geerbt haben, wäre das dann circa 3 Milliarden Male immer wieder dasselbe. Wir haben je eine Kopie von der Mutter und vom Vater bekommen. Zusammen gibt es also dann 6 Milliarden Mal Phosphat, Zucker, Base. Ziemlich viel, mit anderen Worten. Ihr seht auch, das ist zu repetitiv. Die Biologie hat deshalb gesagt, okay, das ist recht überschaubar. Wir können da immer ein Phosphat, ein Zucker und eine Base zusammennehmen und bekommen dann einen Baustein, der so in etwa diesem blau markierten Feld hier entspricht. Also immer ein Phosphat, ein Zucker und eine Base zusammen nennt man ein Nukleotid. Man kann sich das so wie Backsteine denken, aus denen man eine Mauer zusammenbauen kann. Die DNA wird also aus solchen Nukleotiden aufgebaut. Die Zelle hängt nicht einzelne Phosphate, einzelne Zucker und einzelne Basen zusammen. Sie macht sich das Leben etwas leichter. Wenn sie neue DNA machen will, dann arbeitet sie hier mit diesen Nukleotiden, also immer diesen blauen Dreiergrüppchen. Wir haben jetzt schon mal eine erste Vorstellung, ganz grob, wie DNA strukturiert ist. Wir zeichnen in dieser Abbildung jetzt noch 2 Komponenten ein, von denen wir im Moment noch nicht verstehen, was damit gemeint ist. Wir zeichnen sie trotzdem ein, damit wir vollständig sind und vor allem ich sie nicht vergesse am Schluss, damit ihr dann eine Abbildung habt in den Unterlagen, die wirklich alles Notwendige enthält. Wir kümmern uns hier als nächstes um den Anfang und das Ende dieses DNA-Strangs. Und das eine Ende, das hat hier den Namen 5' bekommen. Das sitzt hier. Was damit genau gemeint ist, wird im Lauf der Lektion jetzt dann gleich klar.
5-Ende zur Aussprache. 5 ist natürlich die Zahl, das ist leicht nachvollziehbar. Dann hat es hier so ein hochgestelltes kleines Ding, so eine Art Apostroph. Und das wird als Strich ausgesprochen, also 5-. Gemeint ist dieses hochgestellte Zeichen hier. Dann kommt ein Bindestrich und der bleibt stumm, den spricht man nicht aus. Wenn ich also vom 5-Ende jetzt dann sehr oft sprechen werde, dann meine ich hier diesen Teil und nicht diesen Bindestrich hier. Oben ist das 5-Ende, weshalb 5-, wie gesagt, gleich wird das hoffentlich deutlicher. Und unten haben wir das 3-Ende. Das würde hier sitzen. Wiederum mit Strich ist hier dieses Apostroph gemeint, dieses hochgestellte Zeichen gleich nach der Ziffer 3. Wir wollen als nächstes hier das blaue Nukleotid etwas genauer kennenlernen. Da wollen wir die chemische Formel uns anschauen, die Strukturformel. Und gehen dafür auf die nächste Seite. Ihr seht die Farben, wenn ihr das vergleicht mit der Abbildung von vorhin. Die Farben sind übernommen. Wir haben violett, den Phosphatanteil, dieses Phosphatrest. Dann blau, das ist der Zuckeranteil. Das wäre der hier. Und grün haben wir die Base. Da drin steckt also die genetische Information in der Base, im grünen Teil, im violetten und im blauen Teil. Das bildet das Rückgrat, den Backbone, das hält das ganze Molekül zusammen. Nun, was sehen wir da, wenn wir uns diese chemische Formel anschauen? Das sieht auf den ersten Blick recht komplex aus. Das ist schon ein relativ großes Molekül, so ein Nukleotid. Da sind einige Atome sehr spezifisch miteinander verbunden. Die Chemikerinnen und Chemiker, das sind sehr höfliche Menschen und sie sind so höflich, dass sie in den Molekülen drin die einzelnen Atome jeweils ganz persönlich und individuell ansprechen möchten. Wie kann man das tun? Da hat es ganz viele Atome in so einem Molekül drin. Die Chemie hat die Lösung gefunden, indem sie da sagt, okay, wir nummerieren die Atome in einem Molekül drin durch. So wie wir die Gebäude, die an einer Straße entlang aufgebaut sind, auch mit Hausnummern versehen. Auf diese Art und Weise kann dann die Paketpost genau im richtigen Gebäude das bestellte Paket abliefern. Bahnhofstraße Nummer 3 unterscheidet sich vom Haus Bahnhofstraße Nummer 4. So macht man das auch in der Chemie. Man sagt, man gibt den einzelnen Atomen einfach eine Nummer. Was in dieser Darstellung hinzukommt, ist, dass manche Atome nicht als Buchstaben ausgeschrieben sind. Die meisten oder alle Elemente haben so einen Ein-Buchstaben- oder Zwei-Buchstaben-Code. N steht für Stickstoff, H steht für Wasserstoff. In der Chemie wird der Kohlenstoff, der extrem häufig ist in organischen Verbindungen drin, der wird nicht geschrieben, damit man sich da das Leben etwas vereinfachen kann. Häufig wird der Kohlenstoff einfach nur dadurch symbolisiert, dass hier die Zeichnung oder die Linien einen Knick haben. Für unser Molekül bedeutet das, immer dort, wo es einen Knick hat, befindet sich ein Kohlenstoffatom. Ich zeichne hier diese C-Atome. Der Kohlenstoff wird durch den Buchstaben C symbolisiert. Ich zeichne hier diese Kohlenstoffatome ein. Überall da, wo ich jetzt schwarz mein C hingemalt habe, da wäre also ein Kohlenstoffatom. Das wird in der organischen Chemie, wenn man diese Strukturformeln zeichnet, häufig zwar gemeint, mitgemeint, aber nicht explizit
durch den Buchstaben symbolisiert. Wenn man sich da erstmals mit Chemie befasst in einem Semester, dann kann das ein bisschen verwirrend sein, weil da man eben den Eindruck bekommt, die Atome seien vergessen gegangen. Das ist aber nicht so. Schauen wir uns jetzt diese Nummerierung an. Der Stickstoff hat also die Hausnummer 1 bekommen, dann der Kohlenstoff hier die Nummer 2, nochmals ein Stickstoff mit Nummer 3, Kohlenstoff Nummer 4 und so geht das dann weiter, bis wir schließlich am Ende ankommen hier mit dem Stickstoff Nummer 9. Die Chemie kennt bestimmte Regeln, die festlegen, wie man genau da so in einem Ringsystem vorgeht, wie man diese Nummern verteilt. Wir wollen uns da nicht in die Details einlassen und sagen einfach, die Atome sind durchnummeriert. Wir überlassen der Chemie, wie genau diese Nummern da verteilt werden. Soweit, so gut. Wir haben jetzt da die Atome in der Base drin durchnummeriert. Die Chemie hat dann festgestellt, man möchte auch über die Atome im Zucker drin sprechen können, da im blauen Bereich. Und zu dem Zweck zeichne ich auch nochmals die Kohlenstoffatome ein in unserem Zucker. Hier hätte es ein Kohlenstoffatom. An der Stelle würde eins sitzen, hier und hier. Also die gelb eingezeichneten Kohlenstoffatome, die wären da jeweils in den Ecken oder Knicken drin zu Hause. Und das Kohlenstoffatom an der Stelle, das wurde ausgeschrieben. Da sehen wir, da hat es schon ein C. Gehen wir nochmals zur Base. Da wurde die Zahl Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter verwendet, um die Atome durchzunummerieren. Das Problem, das sich jetzt stellt, ist, wenn wir wieder mit der Zahl 1 beginnen, dann gibt es ein Durcheinander. Wenn die Zahl 1 gemeint ist, dann bezieht sich das immer auf die Base. Wir können also die Zahl 1 nicht nochmals für irgendein Atom im Zucker vergeben. Die Chemie hat das Problem so gelöst, dass sie bei den Zahlen geblieben ist und diese Zahlen einfach mit so einem Apostroph oder eben diesem Strich versehen hat. Also diese Position 1' unterscheidet sich von der dadurch, dass hier eben eine ganz normale 1 die Nummerierung ausmacht und hier haben wir 1'. Mit Strich meint man also in dem Falle jeweils die Atome im Zucker drin. Das hier wäre Kohlenstoff 1', 2', 3', 4' und 5'. Für uns heute wichtig werden Kohlenstoffatom Nummer 2' sein, 3' und 5'. 3' und 5' haben wir schon zuvor in der Abbildung so andeutungsweise kennengelernt mit diesem 3' und 5' Ende. Und 2', da wollen wir jetzt gerade sehen, was es damit auf sich hat. Wir haben in dem Zucker drin an der Stelle einen Buchstaben, der nicht für ein Atom steht. Es gibt kein Element, das mit dem Buchstaben R abgekürzt wird. Im Gegensatz zu H, das wäre Wasserstoff, O wäre Sauerstoff, C wäre Kohlenstoff und da drüben haben wir noch P für Phosphor. Aber R, das ist kein Element, sondern R steht für Rest. Und Rest bedeutet genau das, was das Wort meint. Das ist also eine Art Platzhalter. Man muss deshalb noch definieren, was genau mit Rest gemeint ist. Wenn ein R steht, dann wird in der Chemie immer über mehrere Reste gesprochen. In dem Falle haben wir Glück und es sind nur zwei Möglichkeiten, die da in dieser Position vorkommen können. Die eine Möglichkeit, ich markiere sie mal blau.
In meinem Fall bedeutet R, dass hier eine OH-Gruppe sitzt. Eine OH-Gruppe, das ist eine Alkoholgruppe. Und hier an der Stelle hat es auch eine OH-Gruppe. Also im Fall Blau müssen wir uns hier eine zweite solche OH-Gruppe vorstellen. Wenn das der Fall ist, dann nennt man den blauen Zucker hier eine Ribose. Das ist der Name des Zuckers. Wahrscheinlich habt ihr noch nicht von diesem Zucker gehört, Ribose. Mit großer Wahrscheinlichkeit habt ihr schon von Glucose gehört, dem Traubenzucker, oder von Fructose, dem Fruchtzucker. Und genauso wie es Glucose und Fructose gibt, gibt es zahlreiche weitere Zucker, die chemisch sehr ähnlich, aber nicht genau gleich gebaut sind. Und einer dieser vielen weiteren Zucker hat den Namen Ribose bekommen. Das wäre also der Fall, wenn hier so eine OH-Gruppe sitzt. Wenn da eine OH-Gruppe an der Position sich befindet, dann nennt man das Molekül Ribonukleinsäure oder auf Englisch Ribonucleic Acid. Das ergibt dann den Begriff abgekürzt RNA. Ribonucleic Acid oder Ribonukleinsäure. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, mit der wir es hier zu tun haben, mache ich rot. In diesem Falle haben wir in dieser Position R ein Wasserstoffatom. Das bedeutet, im Vergleich zur blauen Ribose fehlt jetzt ein Sauerstoff. Wir sehen, das ist recht ähnlich. Der Unterschied besteht einfach darin, dass hier in der Variante rot der Sauerstoff nicht existiert. Der ist da weg. Das hat der roten Variante den Namen gegeben. Es bleibt eine Ribose. Der Zucker ändert seinen Namen deswegen nicht, auch wenn ihm da ein Sauerstoffatom abhanden kommt. Aber es ist nun eine Ribose, der ein Sauerstoffatom fehlt. Daher hat diese Ribose da dieses Konstrukt vorangestellt bekommen. Das ist eine Desoxyribose. Oxy, da klingt der Sauerstoff drin an, Oxygen auf Englisch. Und des, die Vorsilbe des, meint, dass dieser Sauerstoff fehlt. Wir könnten also den Namen übersetzen. Das ist eine Ribose, der Sauerstoffoxy fehlt. Deshalb ist es eine Desoxyribose. Jetzt fehlt dieser Sauerstoff nicht irgendwo im Molekül, sondern er fehlt an einer ganz bestimmten Stelle, nämlich hier, er fehlt beim 2-Kohlenstoffatom. Wir haben gesagt, die Chemie möchte es da ganz genau und persönlich nehmen, man möchte die Atome genau ansprechen können. Das kommt uns jetzt zugute. Wir können sagen, der Sauerstoff, der fehlt in der 2-Position und damit können wir sagen, genau hier an dieser Stelle, roter Kreis, fehlt dieser Sauerstoff. Das ist also rot 2-Desoxyribose. Diese Situation haben wir, wenn wir von DNA sprechen, DNA-Desoxyribonukleinsäure auf Deutsch oder Desoxyribonucleic Acid auf Englisch. Abgekürzt dann DNA. Die Zelle verwendet hier also die Variante rot, um genetische Informationen in Form von Chromosomen oder Plasmiden zu speichern. Die RNA, mit der werden wir und arbeiten auch Zellen, werden wir noch zu tun haben. Wir werden heute die RNA immer mal wieder miterwähnen.
Wir werden dann vor allem aber nächste und übernächste Woche sehen, was genau verschiedene RNA-Moleküle in Zellen drin exakt tun. Heute beschränken wir uns hier auf die Chemie und ich werde im weiteren Verlauf vom Nachmittag vor allem von der DNA sprechen, der Desoxyribonukleinsäure. Soweit die detaillierte Einführung in den Aufbau der Nukleotide. Eure Aufgabe besteht als nächstes darin, klickt hier auf den QR-Code. Ihr könnt auch mit dem Smartphone ein Foto machen vom QR-Code und dann sollte euch ein Link angezeigt werden. Sinnvollerweise macht ihr das aber hier direkt, indem ihr draufklickt und am Laptop oder am Tablet dann könnt ihr einen Screenshot machen der 3D-Darstellung. Die könnt ihr übernehmen in Skript und dort in diese 3D-Darstellung einerseits die Base identifizieren. Das ist nicht so schwierig. Das sollte gut gehen. Ein bisschen eine größere Herausforderung wird sein, die Kohlenstoffatome im Zucker drin richtig zu nummerieren, also mit 1' bis 5'. Probiert das mal. Zeit 3 Minuten, dann wollen wir uns die Lösung anschauen. Ich mache das hier auch mal und drehe das Molekül ein wenig, so dass wir da möglichst die Atome vom Zuckermolekül gut sehen können. Wir haben hier oben blau die Stickstoffatome. Das zeigt uns an, das muss die Base sein. Das ist dieses Ringsystem. Hier unten dann haben wir den Zucker, die Desoxyribose. Rot wäre der Sauerstoff und hier orange gehalten 3 Stück hier an der Zahl wären die Phosphoratome von den Phosphatresten. Ich habe auch einen Screenshot gemacht als Vorbereitung. Der sieht hier bei mir so aus. Ich hoffe bei euch ähnlich zu Hause. Ich beschrifte da die bereits markierte Base vorhin. Das wäre dieser Teil vom Molekül, das Ringsystem, blau die Stickstoffatome, grau die Kohlenstoffatome und weiß die Wasserstoffatome. Dann haben wir da unten rechts den Zuckeranteil, die 2'-Desoxyribose. Wenn ihr euch erinnert an die Abbildung oben, die wir gerade angeschaut haben, die Base ist mit dem Kohlenstoffatom 1' vom Zucker verbunden. Das ist eine gute Einstiegshilfe in die Betrachtung des Moleküls, immer dort, wo die Base, dieses Ringsystem mit dem Zucker verbunden ist, dort muss 1' sein. Dann rot wäre der Sauerstoff, das heißt die Nummerierung der Kohlenstoffatome geht gerade in die andere Richtung weiter. Das wäre 2' Kohlenstoffatom. An der Position hätten wir 3', 4' und 5'. 3', da hat es noch einen roten Sauerstoff dran. Und wir sehen da, beim 2' Kohlenstoffatom, da hat es keinen Sauerstoff. Das muss also eine 2' Desoxyribose sein. Das lässt sich erkennen, weil an dieser Position der rote Sauerstoff fehlt. Da hat es nur ein H, ein Wasserstoffatom. Wir haben die erste Lektion geschafft. Wir machen eine kurze Pause, 5 Minuten Unterbruch und fahren weiter um 13.50 Uhr. Wir haben gesagt, bei der DNA handelt es sich um das Molekül, das die Trägerin der genetischen Information ist. Bei der RNA habe ich das ein bisschen vage gelassen, ein bisschen offen.
nicht so exakt definiert. Ich habe vor allem auf die Zukunft verwiesen. Nächste und übernächste Woche würde es dann klarer werden. Das wird es tatsächlich, hoffe ich zumindest. Damit es aber nicht nur einfach ein Verweis auf die Zukunft ist, vielleicht auch für jene, die bereits sich schon mit Biologie befasst haben, wenn wir in diesem Semester von RNA sprechen, dann meinen wir vor allem drei Typen von RNA-Molekülen. Es gibt weitere, aber die wichtigsten drei, die sind hier aufgeführt. Die haben wir auf Seite 79. Die findet man auch in sämtlichen Lehrbüchern drin. Die anderen Varianten, die sind dann manchmal etwas spezieller und werden nicht immer vollständig überall erklärt. Sicher, die wichtigste Form der RNA ist die sogenannte Boten-RNA oder Messenger-RNA, abgekürzt mRNA. Sie transportiert die genetische Information von den Chromosomen, von den Genen hin zu den Ribosomen. Das sind die Orte, wo aus der genetischen Information dann Proteine in der Zelle drin erzeugt werden. Wie der Prozess genau funktioniert, das wird uns übernächste Woche genauer erklärt werden. Ebenfalls an diesem Prozess beteiligt ist die tRNA, die Transfer-RNA. Sie braucht es bei der Proteinsynthese, denn die tRNA liefert die Aminosäuren zu den Ribosomen. Man kann sich die tRNA-Moleküle so ein bisschen wie kleine Lastwagen denken oder eine Art Pizzakurier, der aber nicht Pizzas anliefert, sondern eben Aminosäuren. Das wäre eine zweite Gruppe, auch sie werden wir kennenlernen. Und schließlich die ribosomale RNA oder rRNA. Sie ist Bestandteil der Ribosomen. Das sind die Fabriken, welche die Messenger-RNA ablesen und dann Proteine daraus bauen. Das sind die Ribosomen. Und sie enthalten unter anderem auch RNA. Also wenn wir heute jetzt in der Folge weiter von RNA sprechen, wir haben jetzt zumindest mal schon einen ersten ganz groben Eindruck bekommen, was damit gemeint ist. Nächste und übernächste Woche folgen dann die Details. Ganz zu Beginn habe ich gesagt, dass die vier Basen die eigentliche genetische Information enthalten würden oder die Abfolge der Basen würden die genetische Information speichern in der DNA drin. Auf Seite 74 sehen wir diese vier Basen. Wenn ich da etwas rauszoome, könnt ihr erkennen, unschwer, das sind nicht vier, sondern fünf. Irgendetwas kann da offenbar nicht stimmen. Ich bleibe aber bei meiner Aussage, es sind vier Basen in der DNA drin, welche die genetische Information speichern. Es ist so, dass wenn die Information von der DNA abgelesen wird und auf RNA umkopiert wird, auf diese Messenger-RNA zum Beispiel, dann wird eine der vier Basen durch eine andere ersetzt. Und deshalb sehen wir hier fünf verschiedene Strukturformen. Wir beginnen mal ganz oben. Die Base heißt Adenin, das ist abgekürzt der Buchstabe A. Und Adenin finden wir sowohl in der DNA drin, als auch in der RNA. Ich kann deshalb hier dieses Feld zur Hälfte rot machen und die andere Hälfte, weil diese Base Adenin auch in der RNA vorkommt, die zweite Hälfte hier mit der Strukturformel mache ich blau. Also Adenin finden wir sowohl in der DNA als auch in der RNA. Dasselbe gilt für Guanin, kommt in der DNA drin vor. Und auch in der RNA. Die dritte Base, die man in beiden Nukleinsäuremolekülen drin findet, wäre Cytosin. Wiederum die Hälfte machen wir rot und die andere Hälfte blau.
Adenin, Guanin und Cytosin findet man sowohl in der DNA als auch in der RNA. Jetzt kommt die Ausnahme, die ist hier unten dargestellt. Thymin ist exklusiv nur in der DNA enthalten. In der RNA drin gibt es kein Thymin. Diese Base kommt dort nicht vor. Deshalb dürfen wir das ganze Feld hier rot markieren. Stattdessen, wenn in der DNA drin ein Thymin, ein T vorkommt, dann findet man in der RNA drin ein Uracil und das Uracil wird mit dem Buchstaben U abgekürzt. Das machen wir ganz blau. Diese Abbildung kennen wir. Wir haben da gesehen, die Bausteine der DNA und der RNA nennt man Nukleotide. Jeweils ein Phosphat, ein Zucker und eine Base bilden zusammen ein Nukleotid. In der DNA und der RNA drin hat es jetzt natürlich nicht nur ein solches Nukleotid, sondern ganz viele hintereinander. Wie das ausschaut, sehen wir auf Seite 75. Da haben wir vier Nukleotide, die hintereinander sind. Das ist immer noch nicht ein wahnsinnig großes DNA-Molekül, eher noch ein Winzling, immer noch sehr klein. Aber immerhin, hier sind schon mal vier dieser Nukleotide hintereinander angeordnet. Wir sehen, da wäre Zucker, Phosphat, Zucker, Phosphat, Zucker, Phosphat. Und die Basen, die vier, hängen jeweils an den Zuckeranteilen dran. Konzentrieren wir uns auf den Backbone, das Rückgrat. Das ist hier besonders interessant für unsere nächste Überlegung. Wir können nämlich in Gedanken hier so eine Art Strang hindurchzeichnen durch das Molekül und über diesen Strang hält die ganze Struktur zusammen. Ich probiere das mal. Da sehen wir also rot markiert die Struktur, die die einzelnen Nukleotide quasi aufreiht, zusammenhält, den DNA-Strang stabilisiert. Ich zoome etwas rein in das erste Nukleotid. Wir nummerieren die Kohlenstoffatome im Zuckerrest drin. 1-, 2-, 3-, 4- werden nicht ausgeschrieben. Die sind jeweils dort in diesen Knicken drin. Das 5-Kohlenstoffatom, das wurde ausgeschrieben hier. Das erste Nukleotid hat hier diesen Zucker. Wir können das Spiel wiederholen. 1-, 2-, 3-, 4-, 5-. Im nächsten Nukleotid, dann es wird schon langsam etwas repetitiv. Wieder dasselbe, 2-, 3-, 4-, 5-, bei Nukleotid Nummer 3. Und wir haben es geschafft, sind unten angekommen beim vierten Nukleotid, 1-, 2-, 3-, 4-, und 5-. Weshalb tun wir das? Weshalb ist das relevant? Wenn wir uns anschauen, dann, oder die Struktur anschauen, dann sehen wir, ein Nukleotid, das hier oben, ist jeweils über das 3-Kohlenstoffatom hier via Phosphat mit dem 5- des nächsten Nukleotids verbunden. Wenn wir weitergehen, wiederum hier 3-, dann kommt das Phosphat als Verbindungsstelle quasi, als Klebstoff und dann kommen wir hier wieder zum 5-. Dann geht es weiter, 3-, nach unten, Phosphat, 5-. Und so weiter und so fort, bis wir da durch den ganzen Strang hindurch sind. Gucken wir auf die
Anfang- und Schlussstellen vom Molekül, dann sehen wir, dass die rote Linie einmal hier oben beim 5-Kohlenstoffatom endet oder beginnt, je nachdem, wie man da das lieber haben möchte. Und beim Nukleotid ganz unten ist es nicht derselbe Ort, wo die rote Linie aufhört. Hier ist es beim 3-Kohlenstoffatom. Das mag jetzt für uns im ersten Semester als eine Spitzfindigkeit daherkommen, welches Kohlenstoffatom genau wo an welchem Ende da den Start und den Schlusspunkt setzt. Tatsächlich aber werden wir dann vor allem nächste Woche sehen, dieser Unterschied zwischen 5- und 3-Ende, der ist für die Zelle extrem wichtig. Für die Zelle sind das zwei völlig verschiedene Welten, könnte man sagen. Und deshalb wollen wir diesen Unterschied an dieser Stelle auch tun. Wir verstehen jetzt, was mit dem Begriff 5- und 3- gemeint ist. 5-Ende, das sitzt hier oben. Und die Lehrbücher sind dann nicht immer sehr exakt. Manchmal wird mit 5-Ende nur diese OH-Gruppe hier angesprochen, manchmal auch das Kohlenstoffatom, denn das ist ja der Besitzer der Hausnummer. Wir markieren hier deshalb gleich beide zusammen. Das wäre das 5-Ende. Das sitzt hier oben in unserem Molekül. Und ganz unten endet die rote Linie da beim 3-Ende des Nukleotids. Das ist deshalb relevant, weil diese beiden unterschiedlichen Start- und Schlusspunkte dem Molekül eine Richtung geben. Wir können das Molekül auch vergleichen mit einer Schlange. Bei der erkennen wir auch, wo vorne und hinten ist. Vorne dort, wo die großen langen Zähne sitzen, beim Mund, dem Kopf. Und hinten ist dann der dünn auslaufende Schwanz. Man kann sich also hier so ein DNA-Molekül wie eine Schlange denken. Und wie bei der Schlange das eine Ende etwas dramatischer ist als das andere, das ist auch beim DNA-Molekül so. Das spannende Ende, das, was biologisch für die Zelle interessant ist, das ist das 3-Ende, das hier unten, das wäre also der Kopf der Schlange. Und das etwas langweiligere, nicht so interessante Ende vom DNA-Molekül, das wäre hier oben das 5-Ende. Das 3-Ende ist deshalb besonders spannend, weil hier neue Nukleotide angehängt werden können. Wenn die Zelle die DNA verdoppeln will, dann arbeitet sie hier immer am 3-Ende. Das sehen wir dann nächste Woche. Hier sind 4 Nukleotide in Serie, A, T, G und C, angegeben. Wenn man diese Sequenzen, diese DNA-Sequenzen zum Beispiel in Datenbanken drin angeben möchte oder hinterlegen möchte, aus Datenbanken bezieht, runterladen will, dann ist es wichtig zu wissen, in welcher Reihenfolge diese Sequenzen in der Datenbank drin hinterlegt sind. Und diese Sequenzen von Nukleotiden, die werden immer zwingend, das ist eine internationale Konvention, eine Übereinkunft, diese Nukleotidsequenzen werden immer in 5-3-Richtung angegeben. Nie umgekehrt, das würde zu großer Verwirrung führen. Immer in 5-3-Richtung. Wir haben bisher immer nur ein DNA-Molekül uns angeschaut, also einen der beiden Stränge. In einer Helix drin, Doppelhelix, sind es jedoch immer 2 Stränge, die umeinander gewickelt sind. Man könnte sich das also vereinfacht als 2 Schlangen denken, die da so spiralig sich umeinander anordnen. Schaut man sich die Anordnung der beiden DNA-Moleküle, der beiden Stränge an oder der beiden Schlangen, dann findet man, dass die immer gegenläufig orientiert sind, also Kopf an Schwanz. Der eine Kopf der Schlange zeigt nach oben und der andere Kopf, der weist nach unten.
Wir können das mit zwei verschiedenen Farben hier markieren. Ich nehme etwas dickere Stifte. Ihr könnt irgendeine Farbe nehmen, das ist nicht von Bedeutung, welche wir da wählen. Der grüne Strang bei mir, der hat das 5-Strichende oben und das 3-Strichende sitzt da unten. Wenn ich jetzt noch den zweiten Strang einzeichne, zum Beispiel Violett, dann sehen wir, ist die Orientierung gerade andersherum. Diese Anordnungsweise der beiden Stränge, die gegenläufig ist, nennt man auch antiparallel. Und antiparallel, der Ausdruck meint eben gegenläufig oder Kopf an Schwanz, wenn wir die Analogie der beiden Schlangen nochmals aufgreifen wollen. Betrachtet man die Doppelhelix, dann windet sie sich rechts herum. Man sagt auch, die DNA sei rechtsgängig. Denkt euch das so, ihr nehmt eine Schraube in die Hand und möchtet die Schraube zum Beispiel in die Wand reindrehen oder in eine Decke oder in einen Boden, egal wie die Orientierung ist, nach oben in die Decke, seitlich in die Wand oder nach unten in den Boden. Ihr müsst immer in dieselbe Richtung drehen, damit die Schraube dann auch reingeht. Und das ist bei der DNA auch so. Schrauben, die wir verwenden, um Dinge festzuschrauben, die sind rechtsgängig. Wir drehen sie im Uhrzeigersinn rein. Und die DNA-Moleküle sind auch rechtsgängig. Also ihr könntet hier das DNA-Molekül nehmen und versuchen, da in die Decke oder die Wand oder den Boden reinzuschrauben und ihr würdet immer auf dieselbe Seite, nämlich im Uhrzeigersinn herum, drehen müssen. Die beiden Stränge sind nicht komplett gleich angeordnet, sondern sie sind in gewissen Bereichen etwas näher beieinander und dann hat eine etwas größere Distanz. Das nennt man die große und die kleine Furche, wenn man von außen drauf schaut. Auf Englisch gibt das dann den Major Groove und den Minor Groove. Wir können da uns auch anschauen, wie die beiden Stränge umeinander gebunden sind und sehen, dass der Backbone, das Rückgrat, jeweils nach außen zeigt. Die Basen, die sind hier so als schwarze Kugeln dargestellt, oder die Atome der Basen sind als schwarze Kugeln dargestellt. Die Basen, die zeigen nach innen. Im oberen Bereich der Darstellung sehen wir da, wie die Basen miteinander paaren können. Da sehen wir immer, dass da ausschließlich G und C, Guanin und Cytosin, können ein Pärchen bilden und Thymin und Adenin. Lediglich diese beiden Kombinationen sind erlaubt. Andere Kombinationen sind nicht zulässig, die findet man nicht in der DNA drin. Also nur die Paarungen AT und GC gibt es in der DNA. Wir werden gleich anschließend noch sehen, was hier die 2 und 3 Striche exakt bedeuten. Die lassen wir im Moment einfach mal so stehen und wollen, bevor wir das Rätsel der 2 und 3 Striche zwischen AT und GC lösen, die dreidimensionale Struktur der DNA uns anschauen. Ihr könnt zu dem Zweck wiederum auf den QR-Code draufklicken, macht anschließend auch wieder einen Screenshot, einmal mit dem
mit der ganzen Doppelhelix, wo ihr die schön sehen könnt, Major und Minor Groove sehen könnt, und macht einen zweiten Screenshot, wo ihr etwas reinzoomt und oben oder unten jeweils den Anfang oder das Ende der Doppelhelix gut sehen könnt. Dort können wir dann 5- und 3-Ende besonders gut identifizieren. Wenn ich hier die Doppelhelix drehe, dann sieht man sehr schön den Unterschied zwischen dem Major Groove, der großen Furche, und der kleinen Furche. Hier an der Stelle sieht man die große Furche, den Major Groove, verläuft hier so durch. Und wenn ich das etwas drehe, dann kann man erkennen, jetzt da wäre der Minor Groove, die kleine Furche an der Position. Die 5- und 3-Enden, die müssen sich entweder oben oder unten befinden, damit wir die gut identifizieren können, brauchen wir hier den Blick vor allem vergrößert auf die Zuckerreste hier in den beiden Strängen drin. Also wenn ihr die Screenshots macht, dann darauf achten, ihr müsst hier die Atome in den Zuckermolekülen, den Ringen drin, gut erkennen können. Dann können wir sie anschließend auch beschriften. Ich habe wiederum die Screenshots schon vorbereitet für die Besprechung und kann da jetzt den Major und Minor Groove direkt einzeichnen. Hier in Gelb, das wäre der Major Groove, die große Furche. Die geht dann hinter dem Molekül weiter und hier unten würde sie auch hinter dem Molekül heranführen. Die kleine Furche, Minor Groove, mache ich da in Pink oder Hellviolett, wie man diese Farbe auch immer nennen will. Das wäre hier der Minor Groove. Kleine Furche. Der Backbone, grau, rot hier nach außen zeigend, und die Basen, die weisen nach innen. Ich habe hier einen Screenshot, der mir die Enden relativ gut zeigt. Ich mache da die Beschriftung der Atome. Das wäre das eine Ende. Wie kann ich mich da orientieren? Wie weiß ich, wo ich bin? Wo soll ich beginnen mit dem Zählen? Da sehen wir die Base so seitlich, die ist da an der Stelle mit dem Zucker verbunden. Das muss also 1- sein. Dieses graue Kügelchen ist das 1- Kohlenstoffatom. Rot ist jeweils der Sauerstoff, da kann ich also nicht weiter in die Richtung. Also muss ich mit der Nummerierung im Gegenuhrzeigersinn weiterfahren. Das wäre 2-, 3-, 4- und 5-. Jetzt habe ich das eine Ende schon mal identifiziert. Hier bei dem Strang geht es also am 5-Ende nicht weiter. Im Grunde genommen habe ich die Lösung. Dann muss hier auf der anderen Seite das 3-Ende frei sein. Wiederum, ich stelle mir als erstes die Frage, in diesem Gewirr drin, wo beginne ich mit Zählen? Das wäre die Base, das Ringsystem. Das sieht man da gerade knapp, ist an der Stelle mit dem Zucker verbunden. Das wäre 1-. Dann wäre der Sauerstoff hier, da darf ich nicht weiterzählen. Ich gehe da im Gegenuhrzeigersinn weiter zu 2-, 3-, 4-, und 5-. Damit sehe ich, okay, an dem Ende hier bei diesem Strang ist also das 3-Ende frei geblieben. Wir haben da noch die Aufgabe, den Zucker zu identifizieren. Das wäre hier so beispielsweise eine 2-Desoxyribose. Die Phosphate, das sind die Orangen mit den roten Sauerstoffatomen, die orangen Phosphoratome mit den roten Sauerstoffatomen, das wären zusammen die Phosphate. Und Zucker und Phosphat zusammen ergeben den Backbone, das Rückgrat. Wir haben
gesagt, dass nur die Basenpaarungen AT und GC möglich sind. Zum Schluss wollen wir uns die noch anschauen. Wir gehen dafür auf Seite 78. Da sehen wir das jetzt etwas detaillierter, klarer dargestellt. Wir sehen ein Adenin und ein Thymin. Die machen miteinander diese Wasserstoffbrücken, wie sie genannt werden, diese Form von chemischen Bindungen. Wasserstoffbrücken sind relativ schwache Bindungen. In der DNA-Doppelhelix drin hat es dann jedoch ganz, ganz viele und deshalb halten die gut zusammen. Das wird manchmal auch als H-Brücken abgekürzt und gemeint sind hier diese blauen Gebilde. Die Chemie wird dann im Detail erklären, was es mit diesen Wasserstoffbrücken so alles auf sich hat. Wir brauchen da im Grunde genommen im Moment nur die Information, dass AT, Adenin und Thymin, zwei Wasserstoffbrücken machen und GC machen drei Wasserstoffbrücken. Wir sehen, da ist immer ein Wasserstoffatom beteiligt. Das gibt der Sache den Namen. Wir können daher sagen, okay, AT hat zwei Wasserstoffbrücken, die die Basen zusammenhalten und leicht zu erkennen hier bei GC sind es deren drei. Das ist nicht so kompliziert. Zum Schluss nochmals eine kleine Aufgabe. Ihr habt nochmals die QR-Codes. Macht für euch je einen Screenshot und schaut, wenn ihr den Screenshot macht, dass Adenin bzw. Guanin auf der rechten Seite zu liegen kommt. Das ist gerade andersrum als hier gezeigt. Also die Basen mit hier dem Zweifachring, die sollten auf der rechten Seite sein. Macht das, dann wollen wir dort noch die Wasserstoffbrücken einzeichnen und dann haben wir es auch bereits geschafft für heute. Das wäre hier die Paarung AT, Thymin auf der linken Seite, Adenin auf der rechten Seite. Wie wissen wir da, wo wir sind? Wir haben hier an der Stelle eine Möglichkeit, eine Wasserstoffbrücke zu bilden und hier eine zweite. Die hier unten sind zu weit entfernt, also es wären die beiden hier, die die Wasserstoffbrücke machen. Ich gehe da auch noch in meine vorbereiteten Folien rein, beziehungsweise Screenshots und kann jetzt hier diese gepunktete Linie einzeichnen. Das wäre also der Moment, wo da die Wasserstoffbrücken ausgebildet werden. Hier haben wir unten noch Cytosin links und Guanin auf der rechten Seite. Wir sehen, da werden drei Wasserstoffbrücken gemacht. Entsprechend ist diese Paarung ein bisschen stabiler. Drei binden etwas besser als nur zwei. Wir haben es geschafft für heute. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch zuschaltet. Ich wünsche einen ganz schönen Nachmittag. Tschüss zusammen.